Mein Name ist Martin Heininger, ich bin Berater im sicherheitskritischen Bereich. Wir beginnen den Tag damit, dass wir uns gegenseitig abholen. Dann dürfen Sie sich alle vorstellen, die Teilnehmer, was liegt Ihnen im Herzen, was wollen Sie nach diesen 2 Tagen mitnehmen. Eine ganz wichtige Phase dieses Seminars, das nehme ich mir zu Herzen und versuche dann die Dinge immer wieder einzupflegen, Ihre Fragen, Ihre Wünsche in den 2 Tagen an den geeigneten Stellen unterzubringen. Dann steigen wir ein in die Grundlagen des Testens. Wir behandeln organisatorische Themen, Managementthemen, Prozessthemen. Alles Dinge, die Sie brauchen, um in Ihrer Organisation gut testen zu können. Oder noch ein wichtiger Block dabei spielt dann das Thema Requirement Engineering. Das ist eine Grundlage, die Sie fürs Testen brauchen. Am 2. Tag haben wir dann die Grundlagen übergelegt. Da können wir dann konkret einsteigen in statische Testverfahren. Zunächst mal mit Review-Checklisten, Walkthroughs und Inspektionen zum Beispiel, um dann den eigentlichen Kern des ganzen Seminars zu treffen, nämlich die dynamischen Testverfahren. Die besprechen wir alle einzeln durch. Usability-Testing, Fault-Injection-Testing, Äquivalenzklassenprüfungen, all dazu haben wir Übungen. Ich erkläre es jedes Mal, wir machen eine Übung dazu und Sie dürfen Ihre Fragen stellen. Dann nach diesem größeren Block schauen wir uns noch Testebenen an, System-Test, Integrationstest und Unit-Testing und ordnen die Testverfahren ein Stück weit dazu. Als Ausblick oder Abschluss, Abrundung des ganzen Seminars schauen wir uns ein bisschen das Testen von sicherheitsrelevanten Systemen an. Als kleines Highlight für dieses Seminar bekommen Sie auch einen Validations- und Verifikationsplan mit auf Ihren Weg, den Sie nutzen können, um Ihre Validations- und Verifikationsstrategie an Ihrem Arbeitsplatz für Ihr Projekt zu implementieren. Der Teilnehmer dieses Seminars, der darf mit nach Hause nehmen, Grundlagen und den Stand der Technik, der heute üblich ist, um softwarelastige Embedded-Systeme sicher zu verifizieren und validieren. Er darf auch mit nach Hause nehmen einen Strauß an Methoden und Prozessen, die er in seiner täglichen Praxis anwenden kann. Er bekommt einen ganzen Methoden- und Toolkasten mit für seine tägliche Arbeit. Und das Testen von Embedded-Systemen hat Themen drin, die das IT-Testen nicht drin hat. Zum Beispiel die immer wieder unterschiedliche Hardware und Elektronik. Deswegen heißen die Systeme ja Embedded-Systeme. Ja? Und die Flexibilität und Varianz, die in diesen Projekten reinkommt, die thematisieren wir hier ganz besonders, auf die gehen wir ganz besonders ein.